Hallo zusammen und herzlich willkommen im Mindtasia Realm. Ja, heute werden wir uns treffen, also diejenigen, die noch auf dem Realm spielen, und werden ins End gehen und den Enderdrachen besiegen. Da seht ihr schon das Portal. Ich habe es abgebaut von einem normalen, von einer normalen Fortress und hier hingebracht. Das kann man mit einem Werkzeug, das man herstellen kann. Der Enderrahmenbrecher, so nennt das sich das Ding. Und damit kann man den brechen und dann kann man das hier aufstellen. Ich hoffe, das funktioniert. Ich habe ein paar Probleme gehört. Ansonsten müssen wir das vielleicht verschieben oder ich muss eines im Creative bauen. Möchte ich aber eigentlich nicht unbedingt. Ich dachte, das passt so, wenn ich das abbaue und hier wieder aufbaue. Man benötigt auch, um die Enderaugen herzustellen, man bekommt sofort 16, benötigt man etwas. Ich zeige euch das mal, wenn wir mal an eine Workbench gehen hier. Und zwar, ich habe mir extra hier dieses Ding mal reingenommen. Das ist ein Flender Eye, das ist eine Perle, die bekommt man, wenn man einen Gegner besiegt. Und man muss für diese Enderaugen, für 16 Stück, alle Gegner besiegen. Also ihr seht, ihr braucht eine normale Enderperle. Ihr braucht ja das Villager Egg, ihr braucht das Flender Egg, ihr braucht das Shielded Pyroclast Egg, Samurai Egg und den Enchantigis Egg oder wie auch immer er heißt. Dann bekommt ihr 16 Enderaugen. Diese Bosse sind verteilt auf der ganzen Welt, sind aber und im End auch, nicht im End, im Nether, sind aber relativ easy zu besiegen. Mit ein paar Techniken ist das überhaupt kein Problem, die sich zu holen. Das habe ich auch gemacht. Also wir haben genug Augen, um das Portal zu füllen. Ich habe sogar noch ein paar übrig. Vielleicht um mal die andere Ender-Chest zu machen. Habe aber auch schon eine hier im Inventar und eine oben stehen. Habe ich schon gebaut. Denn das ist ja kein Problem, die im Vorfeld zu bauen. Beziehungsweise habe ich meine beiden gefunden. Es gibt ein paar Strukturen. Da sind die drin. In diesen komischen Hexentürmen gibt es die. Ja, und ansonsten, Leute, wie ihr seht, habe ich eine Elytra. Elytra kriegt man normalerweise nur im End, aber auf diesem Realm mit der Sakura-Mod kann man sich die bauen. Ich zeige euch auch mal wie. Und zwar braucht ihr Sakura Blossom Crystal Block und die Sakura Mottenflügel. Ja, diesen Mottenflügel bekommt ihr, wenn ihr die Motten da tötet in der Sakura-Dimension. Und diese Crystal Block, der ist eigentlich relativ easy auch abzubauen, weil er ist direkt am Baum, hängt der dran. Und dann könnt ihr tatsächlich euch Elytrin dadurch herstellen. Also Elytrin kann man mittlerweile hier auch schon relativ früh bekommen. Ja, und dann habt ihr ja schon gesehen, was hier alles so rumsteht. Teleporter-Portale, das Sakura-Blossom-Portal, der Nether und das End, alle Portale hier auf einer Stelle. Ja, ansonsten seht ihr, XP-Bank, XP-Dispenser haben wir hier stehen. Ich habe einen Waystone hier stehen und ich zeige euch noch was, und zwar die beiden Sachen hier. Habe ich für mich entdeckt. Das erste hier ist ein Waystone Finder, beziehungsweise ich kann von hier aus, ich muss nicht zu einem Waystone hin, sondern ich kann von überall aus, wo ich bin, auf mein Waystone-Menü zugreifen. Ja, das heißt, ich kann jetzt sofort von hier aus überall hin. Und ihr seht, geheime Base Hafax. Ja, ich habe eine geheime Base. Ist aber nur als Test momentan. Zeige ich euch aber auch. Denn es gibt ja die Möglichkeit, wir haben eine Mod mit Geheimtüren drin. Ich habe mal hier sowas vorbereitet. Ihr seht, feste Blöcke. Aber wenn ich jetzt meine Fernbedienung benutze, zack, geht das auf. Ja, haha, cool, oder? Und das Ganze habe ich natürlich für meine Geheimbase auch genutzt. Ja, ich weiß gar nicht, ob andere die mit der Verbindung aufmachen können. Muss man mal ausprobieren, keine Ahnung. Ja, wo könnte meine Geheimbase denn sein? Keine Ahnung. Ich probiere einfach mal aus. Ups, was ist das denn? Oh, machen wir dazu hier. Zack. Ja, das ist mein Geheimbase. Nichts Großartiges. Also, wenn ihr die Base so errichtet, es gibt eine eigene Struktur, wird dann errichtet, dann ist das mittlerweile schon alles so. Also stehen die Kisten, es stehen die Betten, es stehen die Öfen und der Raum wird so generiert.
Was ich jetzt gebaut habe, sind doch hier die beiden Lampen und der Waystone hier rein. Mehr habe ich nicht gemacht. Also ein cooles Ding, ja, diese Geheimbasen. Zack, macht man hier wieder auf. Geht raus. Zack. Der Baum ist übrigens, wenn ihr den benutzt, seht ihr, könnt ihr durchlaufen durch den Baum. Wenn der steht, könnt ihr nicht durchlaufen. Ihr könnt ihn allerdings auch nicht abhacken. Also es könnte schon auffallen, ne? Muss man so sagen. Aber eine coole Sache finde ich. Also diese Geheimbasen und diese Geheimeingänge, da kann man viele verschiedene Dinge mitmachen. Ist schon cool auf jeden Fall. So Leute, ich habe mich fürs End vorbereitet. Ich habe mir nochmal eine neue Waffe gemacht. Ich hatte Blade of the Nether, bekommt man bei einem Nether-Boss. Einen von denen, bei denen man auch diese Perlen bekommt fürs Enderauge oder für die Enderaugen. Da bekommt man auch dieses Schwert und das ist eines der stärksten Schwerter im Game. Denn ihr seht, ich habe jetzt Plünderung, Schärfe und Reparatur drauf gemacht. Haltbarkeit kommt noch. Habe ich gerade nicht genug Level, machen wir dann nach dem Drachen. Hat 21 Eingriffsschaden, ist somit das stärkste Schwert. Gut, ich habe nicht alle getestet, aber eines der stärksten Schwerter. Und ja, ich habe mich vorbereitet. Ich habe ein paar Enderperlen, nämlich noch mit ein paar Steine. Ich nehme meine Elytra und natürlich Raketen mit. Und auch meinen Rückholzauber und den Schwebenzauber. Ich glaube, und einen Waystone und den Overworld Waystone Key. Obwohl ich nicht weiß, ob der auch im End funktioniert. Wir werden sehen. Aber ich denke, wir sind gut vorbereitet. Und ja, momentan ist nur Dark Tiger online. Aber die anderen werden jetzt gleich kommen und dann legen wir hier los. Und ihr habt gesehen, ich habe schon alle Augen reingelegt, außer das letzte. Das machen wir dann gleich zusammen. Okay, wir warten mal auf die anderen und dann geht's los. André versucht mich immer zu ärgern. Ich sitze auf seinem Kissen, das mag er nicht. Dein Kissen. Er qualmt aus dem Kopf. Seht ihr das? Da oben geht mächtig was ab in der Birne. So, wir warten noch auf Tama. Wir sind jetzt drei. Tama kommt noch, das sind vier. Dann sollte es das sein und dann legen wir los, Leute. Aber auf Tama warten wir wahrscheinlich noch. Ich hoffe, er kommt jetzt jeden Moment. Ansonsten machen wir es zu dritt, aber ich hoffe, er kommt noch. So, jetzt geht's los. Wir sind ja nur zu dritt. Zwei Leute haben es leider irgendwie nicht geschafft oder verpeilt, ich weiß es nicht. Aber wir wollen jetzt loslegen und zum Enderdrachen gehen. Flames und Dark Tiger sind dabei. Und ja gut, drei Stück reichen. Wir sind vollkommen ausgerüstet. Ihr seht, wir haben auch natürlich alle unsere Morphing Gauntlets dabei. Und wollen natürlich auch den Enderdrache scannen. Dann kann man sich auch in den verwandeln. Und von daher, ich lege jetzt die Enderperle oder das Enderauge rein und dann geht's los. So, also gut. Wir starten. Und ich schmeiß das Ding hier rein. Ja, und dann gehen wir ins End und dann holen wir uns den Drachen. Und los geht's, Leute. Rein hier. Ja, und da sind wir im End. Wir sind, oh, okay, wir sind in der kleinen Höhle. André hat sich schon rausgebaut. Jawohl. Ich werde mal meine Flügel nehmen und direkt mal zu den Kristallen hochfliegen. Habe ich mir gedacht. Und werde die jetzt hier entsprechend zerstören. Ja. Und außerdem natürlich auch den Drachen scannen. So, den haben wir gescannt. Nice, ja. Sicherheitshalber. Ich hab das Jingle gehört. Sicherheitshalber werde ich aber noch mal hingehen hier, wenn er gleich landet. Ja. Okay. Rausgehen, was futtern. Hier sind keine Endermen, wie ihr seht, oder nicht viele.
Die kommen immer mal wieder, spawnen die aber nicht so häufig. Dafür gibt es andere Strukturen. Da hinten sehen wir schon ein bisschen was. Das werden wir gleich im erweiterten End natürlich wesentlich mehr haben. Ja, ich würde sagen, machen wir ihn platt. Er kann sich ruhig aufladen an Kristallen, das bringt ihm nichts. Ich weiß nicht, André ist schon über alle Berge. Ja. Und wir machen den Drachen jetzt platt. So. Ich wollte gerade den Gast töten. Aber es ist André. Ja, und jetzt... ja, das Ei ist reingefallen tatsächlich. Ist aber nicht schlimm. Wir haben hier die ersten Kreaturen, die ersten bösen Kreaturen, die jetzt hier auch spawnen. Und ihr seht, das sind Dinger, die haben so, ja, die sehen, die haben die Fähigkeit einer Schalker, sind aber fliegende Monster. Und wir gucken uns natürlich jetzt gleich das End an. Ich habe beim Drachen, ja, beim Erlegen des Drachen 5 Netherite-Barren bekommen. Keine Ahnung, wusste ich nicht, dass das mit in der Mod ist, aber sehr cool. Und ja, jetzt können wir quasi ins erweiterte End. Ihr seht hier, spawnen ganz krasse Sachen. Die haben sie nicht abgesehen, aber ist nicht schlimm, die kill ich alle. Ich weiß nicht, warum die jetzt mich wollten, aber nicht schlimm. Hier, das wurde schon gelootet, aber oben ist natürlich auch nochmals was. Ja. Und das haben die jetzt noch nicht gelootet. Das werde ich mir jetzt schnappen. Zack, hier ist auch ein Waystone. Ist aber auch nicht drin. Also es ist wie in der Oberwelt. Ne? Ein Kohleblock. Ich weiß nicht. Den brauchen wir nicht. Nee. Ja gut, das Einzige, was ich mitnehmen würde, wäre tatsächlich hier der Waystone. Und mehr nicht. Ja, und dann können wir eigentlich auch ins Portal gehen. Ja. Ihr seht, hier gibt es coole Bäume, auch cooles neues Erz hier. Ja. Das nehmen wir auch mal mit. Ich weiß nicht genau, was es kann, aber es ist ganz cool. Und André hat sich schon hochgebaut, hat keine Treppe gebaut. Naja, werden wir jetzt auch nicht tun. Werden wir später tun. Ich baue mich jetzt auch einfach da hoch. Und hier stören ja keine Endermen, tatsächlich. Die Endermen sind unser kleinstes Problem hier. Es gibt tatsächlich aber Mobs, die ein Problem sind, wie diese Fliegenden zum Beispiel. Schalker gibt es auch noch. Da freue ich mich jetzt auch drauf, endlich mal ein paar Schalker-Boxen zu bekommen gleich. Und es gibt halt noch ein paar andere Mobs. So, also... Los geht's auch für uns. Wir gehen auch rein. Zack. Und landen auf einem Baum. Und ihr seht schon hier, ja, ihr seht die Biome. Wir haben ganz viele tolle, krasse Biome. Ja, viele, viele neue Blöcke zum Bauen und für Dekomaterial. Wir werden auch verschiedene Gegner treffen. Freue ich mich auch drauf und ihr seht schon, es ist ein schönes End. Ja, es ist ein schönes End. Wir werden natürlich gleich losfliegen, uns die ersten Schalker besorgen. Hier ist übrigens noch ein Portal. Vielleicht merke ich mir mal die Koordinaten, beziehungsweise eigentlich muss ich nicht. Ich habe noch im Bett geschlafen, ich könnte sogar mit meinem Rückholzauber zu. Ich könnte aber auch einen Waystone nehmen. Genug Level habe ich ja und ich habe ja 2 Waystone jetzt da. Von daher, Rückholmöglichkeiten gibt es für mich genug. Ja, ansonsten sieht schon schön aus. Neues Holz. Nehmen wir mal mit. Gucken wir uns an. Nicht viel. Ich nehme erstmal von jedem ein bisschen was mit. Schuhblock. Dann haben wir hier auch diese, das habe ich schon gesammelt, aber ich würde das auch nochmal mitnehmen. Das sind anscheinend immer 5er-Quellen. Bisher war es so, die ich jetzt gerade gesehen habe. Ich weiß nicht, ist das auch Holz? Nee, keine Ahnung, was das ist. Wir werden es mal abbauen. Es lässt sich zumindest schwieriger abbauen.
Abyss Stone. Na, okay. Nice, Leute. Ich würde sagen, lass uns mal fliegen. Ja. So, und dann gucken wir uns das Ganze mal von oben an. Da ist eine Struktur. Was es ist, weiß ich nicht. Und hier ist auch schon... Ah ja, da ist auch ein Gegner. Die erste... Ja, kleine Festung. Leider ohne Schiff. Aber was ich machen werde, ist, ich werde mir die Schalker holen. André ist schon auf dem Weg. Wir haben keinen Schalker bekommen. Ist aber nicht schlimm, Leute. Wir haben ja schon Flügel und auch Rockets. Und deswegen werden wir mal schauen. Ich könnte mir jetzt auch die Waystones hier alle mitnehmen. Muss ich aber nicht. Ich habe halt auch genug. Ich würde nochmal die eine oder andere Perle mitnehmen. Ach komm, nehmen wir die Apple auch noch mit. Aber es ist auch nichts so sehr Wichtiges hier drin. Und ja, dann fliegen wir mal weiter, gucken uns das End in Ruhe an. Hier sind so zwei Steine in der Luft, merkwürdig. Aber okay. Und wir werden die erste... Wir haben eine Elytra, wir müssen nicht unbedingt... Ach, guck mal hier, das sieht auch mega gut aus, tatsächlich. Müssen wir hier landen. Und dann werde ich auch mal meine Rüstung anziehen, weil ich nicht weiß, was mich hier erwartet. Schwert einpacken, Rüstung und dann gucken wir mal. Das Holz werden wir mal sammeln. Ah, da ist was gespawnt. Das sieht jetzt... Oh, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob er aggressiv ist. Wir gehen mal hin. Hier ist ein Erz. Oh ja, der will mich. Oh ja, und der gibt mir auch gut. Der gibt mir gut. Der hat 2,5 Herzen jetzt weggenommen. Und ich habe eine extrem starke Rüstung. Ich weiß nicht, was das hier ist. Ist das ein Erz? Ist das ein Boden? Nee, das ist ein Boden. Okay. Das sieht nur so aus wie ein Erz. Ist aber ein ganz normales Chorusgras. Dann lassen wir es mal da drin. Ja, ein bisschen Holz habe ich schon mitgenommen. Da sind noch ein paar coole Blöcke auf jeden Fall, die auf uns warten. Da ist auch wieder irgendein Viehzeug. Die sehen aber lieb aus. Sind sie auch? Sind sie auch? Sind sie nicht? Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Zumindest greifen sie mich nicht sofort an. Sie sehen aus wie Sniffer. Habe ich schon mal, glaube ich, in einem Video. Aber sie gehen auch straight auf mich zu, sind aber super langsam. Oh, und geben aber auch gut, ja? Geben aber auch gut. Oh, da ist noch so ein komischer Typ. Und da sind noch so vier. Ja, ja, ja. Ist richtig was los. Moment. Ja, werden wir doch mal abhauen. Da werden wir doch mal abhauen, Leute. Wäre noch schöner. Das gelbe Biom. Gucken wir uns auch noch mal in Ruhe an. Obwohl, waren wir gerade kurz drin, aber nicht so richtig. Hier ist noch ein Dings zurück auf jeden Fall. Ja, vielleicht was essen. Dann gucken wir mal, was uns hier im gelben Biom erwartet. Irgendwo müssen ja auch so Fliegen noch sein. Ah ja, guck mal hier. Oha! Okay. Die vergiften einen. Die sind auch krass, weil die fliegen einfach weg und schießen auf einen. Das ist krass. Wir werden hier weg. Die sind krass. Ja, die sind, mit denen ist nicht zu spaßen, sagen wir mal so. Ja. Wir fliegen einfach weiter. Wir gucken mal, was wir so entdecken. Außerdem wollen wir ja auch ein paar Schalker noch bekommen. Dafür brauchen wir ja noch eine Festung. Die eine lasse ich mal dem André. Und wir gucken einfach, ob wir eine neue finden. So, hier ist das blaue Biom. Das sieht auch schön aus. Ich bin jetzt komplett gehealt oder fast. Ich würde ja jetzt einfach mal reinfliegen und gucken, was uns da so erwartet. So. Ja. Also die Pilze sehen schon mal sehr cool aus. Die nehme ich mit. Und es sind schöne Sachen auf jeden Fall auch hier.
Das Biom sieht mega gut aus. Ist wahrscheinlich auch wieder nur so Blümchen. Das sieht auch nice aus. Ich weiß, dass hier diese Spinnen rumrennen. Ich habe diese gesehen, diese schwarzen Spinnen. Die laufen hier rum. Aber im Moment sehe ich keine. Schade. Mal gerne gucken, ob die irgendwelchen Loot droppen. Oh ja, da ist was. Okay. Anscheinend nicht feindlich. Fliegt hier rum. Ah, okay. Ich habe es getroffen. Was hat es gedroppt? Anscheinend auch so eine Spore hier. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Die Blumen sehen auch stark aus. Ja. Die sehen auch stark aus. Nehme ich auch mal ein paar mit von. Mein Inventar ist voll. Leute, ich brauche unbedingt Schalker. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen rumrennen und gucken, dass ich eine Festung finde, eine City, eine Endcity. Und dann melde ich mich bei euch. Bis gleich. So Leute, auf meinem Weg habe ich noch ein cooles Biom gefunden. Guck mal hier. Wie geil ist das denn? Das sind Leuchtepilze. Außerdem ist da unten so ein krasser Endgegner auch noch. Um den kümmern wir uns später. Nein, werde ich jetzt noch nicht machen. Wie gesagt, mein Inventar ist voll. Ich brauche erstmal Schalkerkisten. Aber das da werde ich jetzt noch ein paar Blöcke abbauen, denke ich. Beziehungsweise, ja, ihr seht, ne, mein Inventar ist wirklich full. Ich will ungern was davon wegschmeißen. Ja, wir werden sehen. Ich melde mich gleich. Es gibt Kreaturen hier in diesem komischen Wald. Seht ihr die da? Die sehen sehr, sehr komisch aus. Da möchte ich jetzt nicht runtergehen. Aber ja, irgendwann werden wir uns die vornehmen, aber dazu muss ich erstmal eine bessere Rüstung haben. Ich habe immer noch diese Corsistin-Rüstung auch noch nicht hundertprozentig verzaubert hier. Und ja, schauen wir mal. Also wir werden uns im End bestimmt in einem anderen Video nochmal ganz in Ruhe umschauen. Aber jetzt ist es wichtig, Schalker-Boxen zu bekommen. Ich habe immer noch keine Festung gefunden. Von daher, ich wollte euch aber zeigen, die sehen sehr, sehr merkwürdig aus, die Dinger. So Leute, ich habe eine City gefunden. Es war nur eine kleine City. Aber immerhin, ich habe 8 Schalkerhüllen jetzt bekommen. Ich habe gesehen, die ein oder andere Kreatur ist bei mir unsichtbar. Da sieht man immer nur so einen Schatten auf dem Baum. Auf dem Boden. Dann bin ich schnell abgehauen, weil ich natürlich nicht weiß. Hier ist ein neues Biom, irgendwie so ein Corrupted Biom. Da unten fliegt auch wieder was. Die sehe ich. Da ist auch irgendwie, das ist eine Schnecke, glaube ich nur. Aber ich habe ein Vieh irgendwie gerade nicht gesehen. Und dann habe ich mal kurz geguckt. Und ich sehe auch, bin mal kurz in Game Mode gegangen, um zu gucken, ob ich noch andere Dinge nicht sehe. Da kann man das ja dann sehen. An den Blöcken und sowas. Und ja, so ein paar Blöcke sind auch nicht bei mir vorhanden. Also ich hoffe, die anderen haben das nicht. Eventuell ist es aber auch, wenn ich jetzt neu starte und dann mich wieder einlogge, auch anders. Manchmal lädt nicht immer alles. Aber das hat mich ein bisschen erschrocken, weil die Kreatur hörte sich komisch an. Die hörte sich sehr merkwürdig an. Und dann habe ich mir gedacht, oh scheiße, flieg mal weiter. Aber ja, es ist wohl so, dass bei mir einfach nicht alles geladen ist. Ansonsten schaut euch an, wie prächtig das hier aussieht, ja. Mega krass. Ich habe versucht, diese Blöcke abzubauen. Die muss man wahrscheinlich mit einer Hacke abbauen oder so. Ich weiß nicht, bei mir sind die kaputt gegangen. Da unten ist schon wieder dieses Krabbelspinnentier. Die sehe ich zum Glück. Aber dass ich da nicht gesehen habe, das hat mich ein bisschen ängstlich gemacht. Ich bin gespannt, was das dann ist. Naja, also, wie gesagt, wir haben jetzt Schalker. Und ich habe in meiner Ender-Chest ein bisschen Holz mitgenommen. Und ich würde einfach mal sagen, naja, lass uns mal alles Holz mitnehmen. Lasst uns den Netherite-Barren mal hier reinpacken. Ich habe auch gerade noch Ender-Kristalle gefunden in einem der Türme. Auch krass. Aber wir müssen jetzt einmal eine Werkbank bauen. Und dann können wir Kisten machen. So, 1, 2, 3, 4. Und damit können wir dann Schalker-Chests machen. Machen wir erstmal eine. Packen den ganzen Stuff da rein. So, ich packe mein Holz, was ich nicht mehr brauche, erstmal zurück hier wieder rein. So.
Und dann packen wir hier alles rein, was wir so gefunden haben. Chorus Lily, sehr schön. Ich habe ein bisschen Netherite-Schrott gefunden. Die Enderperlen, die lasse ich noch da. Dann das Holz, die gelben Sachen, dieses Holz, die Eppe. Das. Ja. Und meine Hamburger lasse ich auch nochmal hier. Ah ja, und die Netherite-Barren packen wir da rein. So, dann haben wir schon mal wieder Platz. Wunderbar. Ich könnte hier vielleicht auch mal aufräumen, den ganzen Mist in eine Chest packen. Aber jetzt machen wir erstmal nochmal drei weitere. Und dann können wir die voll machen. Ach ja, die Enderkristalle kann ich da eigentlich auch reinpacken. So, zack. Und dann gucke ich mal hier. Mache ich auch mal ein bisschen leer. Ich würde auch noch mal neue Raketen nachfüllen. Hab noch ein paar. Die Bücher können da alle rein. Das kann da rein. Das kann da jetzt eigentlich auch rein. Das kann da rein. Ja, das lassen wir noch mal drin. Das kann da rein. So, das kann alles da rein. Dann stört es mich nicht. So, und ich habe Platz sowohl in meiner Ender Chest als auch in meinem Inventar. Sehr nice. Und die kann natürlich jetzt auch hier rein. So, ich werde da nochmal aufräumen. Ne? Wie gesagt, jetzt fängt das große Aufräumen an. Die nehmen wir mit. Und ich werde mich jetzt auf, ja, auf die Suche machen und werde noch ein paar Sachen looten. Werde vielleicht nochmal eine Elytra holen. Gut, die kann man herstellen und die sind auch recht günstig herzustellen durch das Sakura-Biom. Ja. Sind die eigentlich ohne Probleme machbar? Ich werde ein paar hier, ein paar Dings mitnehmen, Endstäbe mitnehmen und sowas alles. Ja, und dann schauen wir mal, was wir sonst noch so alles finden. Ich würde sagen, das Video beenden wir hier. Hat Spaß gemacht. Der Enderdrache war relativ easy und schnell down. Wir haben ihn aber gescannt. Und was ich euch noch zeigen kann, ist. Lass uns mal gucken, bevor wir hier Enderdrache. Ne, das ist ein Enderdrache. Boah, ich bin Enderdrache. Ich bin Enderdrache und ich kann fliegen. Und sogar relativ schnell fliegen. Nice. Featherfalling ist am Start. Flug ist am Start. Wir sind einfach ein riesiger Enderdrache. Ja. Wow. Krass, oder? Ja, mega. Ich wollte mich aber jetzt als Mensch fortbewegen und damit verabschiede ich mich von euch. Eventuell fliege ich Enderdrache hier rum. Er hat riesigen viel Leben, habe ich gerade gesehen. Krass. Eventuell, ich weiß nicht, müssen wir mal einen Gegner damit hauen. Mal gucken, ob der One-Hit ist. Ich höre hier noch Schalker, die schnappe ich mir jetzt. Hier unten drunter. Und ja, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Im nächsten Video werden wir definitiv auch mal das komplette Enderkunden, uns alle Gegner mal stellen, die wir so finden und so weiter und so fort. Aber erst, wenn ich eine Netherite-Rüstung habe. Genug Netherite habe ich schon. Und jetzt habe ich auch die Level, um alles zu verzaubern. Also, bis dann, macht's gut. Lasst ein Like da, ein Abo, wenn ihr mich noch nicht kennt, würde mich sehr darüber freuen. Ciao, ciao.